Moin. Moin, wir sind die Radlbande. Und Lea, wo sind wir heute? In Düsseldorf. Oh, was ist denn in Düsseldorf? Die Cycling World. Oh, die erste Fahrradmesse in diesem Jahr, zumindest auf deutschem Boden. Und wir sind sehr froh, hier zu sein. Es ist Freitagabend. In einer Stunde geht die Messe los und ihr dürft uns begleiten. Ist das cool oder was? Jo. Jo. Den wir bei der Cycling World 2022 besuchen, ist Carcon. Genau. Und Carcon steht das erste Mal, beziehungsweise das erste Mal auf meinem Kanal, ist das Carcon Cruise. Das neue, etwas leichtere Bike von Carcon, ohne Tür, aber dafür hier mit EPP-Box. Lea, wie findest du das? Sehr schön, besonders die Lackierung. Schön, ja. Ein bisschen Glitzer für die Tochter. Ja, genau. Das ist nicht einfach nur ein Weiß, sondern das hat noch so einen Perleffekt. Das ist echt hübsch. Ja. Schönes Verdeck. Ja, ganz neu. Echt gut aus. Das Coole ist, dieses Bike werdet ihr auf meinem Kanal demnächst sehen, weil das kriege ich zum Testen. Und wenn ihr das sehen wollt, dann auf jeden Fall die Radlbande abonnieren. So, gucken wir mal rein. Was sehen wir hier drin? Einen klassischen Aufbau Long John hier mit einem schönen Sitzpolster. Ja. EPP. Also ich bin mal echt gespannt, das für ein paar Wochen mal wieder fahren zu können. Das Carcon mit Tür hat mir schon mal sehr gut gefallen. Das Video findet ihr auf meinem Kanal, jetzt hier oben irgendwo verlinkt. Bosch Cargo Line Motor und echt schöne Rahmenverarbeitung. Ja, aber das ist nicht das einzige Bike, was sie hier stehen haben. Sie haben auch das Carcon Flatbed. Und Lea, was hältst du von der Farbe? Genial. Also das ist, glaube ich, mit die schönste Lackierung, die ich bisher gesehen habe. Also tatsächlich ist das so, dass ja viele Cargo-Bike-Hersteller auf Weiß oder auf Schwarz gehen, aber dieser Petrolton, der ist wirklich hübsch. Und man kann auch aussuchen, welche Farbe das nächste Carcon Family Bike haben soll, ne? Genau. Was hast du gewählt? Was sonst? Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Hat hier so eine große Tasche vorne drauf. Das Flatbed. Und diese Farbe gibt es aktuell wirklich nur beim Flatbed. Aber wenn die Votes gut ausfallen, dann gibt es diese Farbe demnächst auch bei dem Carcon Cruise. So, und dann hier der Klassiker, das Carcon Classic mit der Tür. Da hat sich auch noch einiges verändert, seit ich das mal in Hamburg getestet habe. Oha. Rote Innenausstattung. Ja, gepolstert. Das auf jeden Fall, das würde unseren Töchtern gefallen, ne? Die Tür. Ja, das wäre richtig gut. Babu als Schwestermarke von Carcon ist ebenfalls auf der Cycling World vertreten. Hier mit dem Babu City und noch ein Curve Mountain haben sie ausgestellt. Babu hat in der letzten Zeit hier die Rahmen ein bisschen geändert. Hier, das sieht etwas anders aus als bei den Vorjahresmodellen. Und auch das Ausfallende ist nochmal etwas geändert worden. Soll nochmal deutlich stabiler sein. Ansonsten aber vom Motor und den ganzen Eigenheiten und den ganzen Eigenschaften ist es nach wie vor ein sehr beliebtes Family Bike. Und die haben sehr viel Platz zu einem relativ günstigen Preis. Wir sehen hier den 4149 für das City Mountain, also mit dem starken Yamaha-Motor. Und auch hier ist das Curve Mountain ebenfalls mit dem Yamaha-Motor und Platz für insgesamt 4 Kinder. Ja, eine klassische Optik, ne Lea? Ja, was Babu richtig gut kann, ist das Zubehör. Vor allem diese Sitzscheine hier, da habe ich bisher wenig Konkurrenz gesehen. Gerade im Altersbereich, wenn die Kleinen gerade erst sitzen können, stellt sich die Frage, wie man sie ins Lastenrad setzt, wenn sie keine Lust mehr haben, in der Babyschale zu sitzen. Mhm. Und da ist das die perfekte Alternative dazu oder der Nachfolger, bis sie dann richtig alleine sitzen können. Genau, lässt sich auch nicht nur in Babus einbauen, sondern wir hatten die in unserem Urban Arrow drin. Genau. Also das ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und hier sind auch wieder die Babu Pro-Räder ausgestellt, die ich euch schon bei der Eurobike 2021 gezeigt habe. Also anders gesagt, die habe nicht ich euch gezeigt, sondern die wurden euch von den lieben Mitarbeitern von Babu gezeigt. Und was man damit alles machen kann, wo die Einsatzgebiete sind, das empfehle ich euch auf jeden Fall einmal
dieses Video zu sehen. Sag mal, Lea, haben wir eigentlich unser Urban Arrow richtig angeschlossen? Oh Mann, da sagst du was. Keine Ahnung. Ich glaube, ich guck mal besser in die App. Denn diese Reise wird von It's My Bike gesponsert. Und It's My Bike baut GPS-Tracker. Und dank dieses GPS-Trackers kann ich immer sehen, wo sich unser Bike gerade befindet. Selbst hier aus Düsseldorf heraus. Und ich sehe, es ist am richtigen Platz. Aber damit ich benachrichtigt werde, wenn es sich bewegt, schalte ich einfach mal den Bewegungsalarm ein. Aber das Coole ist, selbst wenn es geklaut werden sollte, findet It's My Bike das Bike wieder. Und zwar, indem man einfach dann den Diebstahl meldet. Und das Team von It's My Bike kümmert sich mit der Polizei darum, dass dein Fahrrad, dein E-Bike wieder zu dir zurückkommt. Also das ist wirklich cool. Dazu hat das noch eine besondere Funktechnologie und eine lange Akkulaufzeit, damit ihr wirklich sicher gehen könnt, dass euer Bike nicht so einfach verloren geht. Ja, ich bin jetzt deutlich beruhigter. Vielen Dank It's My Bike, dass ihr die Reise und die Radelbande unterstützt. Lea, was hältst du eigentlich von der Lackierung, von dem Bike da hinter uns? Kommt mir irgendwie bekannt vor, so ein bisschen. Ja, das ist ja, also sowas mag ich, ne? Sowas finde ich richtig schön. Aber Vinora hat nicht nur schöne Lackierungen, sondern die haben auch Räder. Cargo-Bikes. Die wir noch nicht gesehen haben. Zeig uns das mal, Lea. Da sind sie. Auch sehr geräumig aus hier. Viel Platz, kleine Reling. Ja, eine klassische Box hier wieder. Mal wieder Long John und ein Dreirad. Ein Dreirad, ja. Und Bosch-Motoren, so wie ich das sehe. Also die Vinora habe ich auch schon mal in einem Video erwähnt, in den Lastenrad-Trends. Also ich kann jetzt leider nicht jedes Video, das ich schon mal gemacht habe, verlinken. Aber wenn ihr auf meinem Kanal ein bisschen stöbert, dann findet ihr einige Räder wieder, die ich heute auch mal echt filmen kann. Also hier ist ein Bosch-Motor drin. Hier eine große EPP-Box. Das ist immer ein bisschen ein anderes Konzept als ansonsten bei vielen dreirädrigen Cargo-Bikes, ne? Nicht so klassisch, ne? Das ist so die moderne Interpretation von, sagen wir mal, einem Baboo mit Holzschale. Ja. Und interessant ist halt, der Rahmen an sich, also der hintere Rahmen und bis auf die Aufnahme des Motors, glaube ich, ist auch komplett von Baboo. Also das ist der gleiche Grundrahmen. Hier dann wurde die EPP-Box anders hier eingefügt. EPP natürlich ein Material, das stoßabsorbierend ist und auch so ein bisschen wärmeisolierend. Und dann hier ein bisschen konterkariert die, diese Holzbank hier. Aber sieht echt ganz geräumig aus, das Ganze. Die sieht aus, als wäre sie so ein bisschen reingeklappt. Ne? Kann man ganz einfach rausnehmen. Ja, stimmt. Hier, das ist auch so Schienen. Ja, die Schienen sind ganz cool. Da das kann heißt, man viel verzurren. Ja. Aber interessant, ein Bosch Cargoline Motor, also einen echt kräftigen Motor hier in diesem Rahmen zu sehen. Dann auch zumindest mindestens für eine Batterie ausgelegt und ich könnte mir vorstellen, dass auch eine zweite drauf passt. Und dann mit einer Nexus Inter 5e kombiniert. Könnte echt eine gute Alternative zu so manchem Familienbike sein, dass man es schon so kennt. Mal was anderes. Definitiv, ja. So, jetzt sind wir hier bei Hagen Bikes und Hagen hieß früher mal KP Cycles und das hier ist Kasper. Und Kasper wird uns mal ein bisschen was über seine neuen Cargo Bikes erzählen. Yeah, hello. Good to meet you, everybody. So, yeah, like I was introduced, my name is Kasper Peek. I'm the founder of Hagen Bikes. And today we are here at Cycling World. We have some cool cargo bikes. We build them all in Europe, in-house. We even build the frames here. So that's why we are able to do a lot of customizations. Like this bike here is a collaboration with Shimano, that we are building a Polkadot bike that will follow the Tour de France route. It has the newest Ultegra group set and will be built up as a road bike following Tour de France. So very, very cool, exciting bike, very light compared to normal cargo bikes. Yeah, what will be the weight in the end? It will be below 20 kilos. We were quite surprised how much we got the weight down by making some small adjustments.
and reducing some tubing thicknesses in the frame because it won't be loading very heavy cargo. And the whole frame set already is 1.5 kilos lighter than the normal bike. And all the tubeless wheels and the fancy road parts are definitely also reducing the price, the weight. So that will be a very cool bike. What is the main specialty of your bikes? It is the different frame sizes, that we are not only one size fits all like normal cargo bikes that have a very low tube. And then if you're a taller rider, then you're looking like somebody with a 2 meter seat post. So we do different frame sizes, we do customizations, personalizations, and we build it all in-house here in Europe, not somewhere in Asia. And I recognize that the rear wheel is a little bit bigger than with regular long johns. Yes, we have a full, depending on the tire size, 28 or even full 29-inch wheel in the back. So, quite thick, very comfortable, and also very high torque compared to the smaller wheels. Yeah. So you're striving for a full functioning daily bike and some sporty bikes as well. Yeah, exactly. So we're up to all sorts of challenges. We like building different things, not only shipping thousand bikes in one container in black and 1,000 frames in white. But we like doing crazy stuff and doing different things. We want to have riders doing some adventures on our bikes, some epic cruises. So definitely. Is it one rider riding the Tour de France route, or is it? Yeah, okay. It is one rider. One is it rider. You? It's not me, unfortunately. Planning to make it so that you can follow it. And hopefully some media will follow up on it as well, which has not been agreed upon yet, but we're working on it, so hopefully yes. Thank you for introducing us to Hagen Bikes, and have a great fair. Thanks very much, thanks for being here, thanks for coming by. So, wir sind jetzt bei Rethink. Die haben ein sehr cooles, nachhaltiges Konzept, nämlich Cargo Bikes aus Holz. Genau, die habe ich euch auch schon auf der Eurobike 2021 gezeigt und jetzt haben sich diese Bikes nochmal deutlich verändert und sind wirklich in den Serienstand übergegangen. Und wir haben hier eine Änderung beim Motor, hier haben sich einige Geometrien nochmal verändert und die Bikes, die wir auf der Eurobike gesehen haben, die hatten insgesamt noch ein etwas gröberes Finish, aber jetzt ist das hier alles im Serienstand und sieht richtig schick aus. Welches Bike interessiert dich am meisten? Vielleicht das hier. Genau, das klassische Long John. Die Lenkung finde ich auch sehr interessant. Die wird hier oben angelenkt und dann in Bowdenzügen unter der Box hindurch und dann hier nach vorne geführt. Dieser Holzrahmen ist echt schick geworden hier, Naturfarben. Und das Coole ist auch, man sieht sofort, da ist irgendwas Besonderes, das ist kein Stahlrahmen. Und Rethink hat, wie ich das auch schon in den anderen Videos gesagt habe, ein komplett nachhaltiges Konzept. Nicht nur die Rahmen sind aus Holz, also aus dem nachwachsenden Material. Auch das Zubehör, das hier besteht jetzt aus alten Fahrradschläuchen. Und auch der Motor, den sie jetzt hier für die erste Serie verwenden, ist ein NeoDrives Motor. NeoDrives ist auch ein Unternehmen, das stark auf Nachhaltigkeit setzt. Also hier hat sich echt einiges getan seit der Eurobike. Und das Schöne ist, wir werden demnächst mal ein Rethink auch im Alltag fahren können, richtig euch vorstellen können, wie sich das im harten Lübecker Alltag schlägt. Also auch hierfür solltet ihr definitiv diesen Kanal abonnieren. So Jan, diese Portion des Videos ist nur für dich, der Radlader von Cargo Bike Monkeys, Space Frame Design und hier nochmal einige andere Punkte, als wir das bei VeloLab gesehen haben. Hier wurde das Design nochmal angepasst. Wir haben eine Sitzstrebe, die deutlich weiter unten angesetzt wird und die Integration eines Mittelmotors. Hier ist das in diesem Fall der neue Shimano EP8 Motor mit einer Diore XT Di2 Kettenschaltung, Magura E-Stop Bremsen vorne und hinten, 4 Kolben, also
die volle Lotte. Ja, ein wirklich schönes Bike, auch hier in einer anderen Version, in so einem richtig schönen Burgund. Sieht nochmal eine ganze Ecke kleiner aus, aber auch zwei Kindersitze, die hier vorne drin sein können. Und definitiv ein sehr sportliches Cargo-Bike. Und hier mit Pinion und Neodrive-Motor. Also auch viele verschiedene Optionen bei Cargo Bike Monkeys. Hat den Cycling World Europe Award 2022 in der Kategorie Best Cargo Bike abgeräumt. Aber was wir bei Cargo Bike Monkeys auch haben, was aber nicht von Cargo Bike Monkeys ist, ist die Carla Cargo. Sag mal, warum habt ihr eigentlich die Carla Cargo hier? Ja, wir haben unseren kompletten Messestand mit zwei Anhängern nach Düsseldorf gefahren. Also wir sind in Münster gestartet. Wir haben hier ein Rad. Hier wird die Carla Cargo angehängt. Und auf der Ladefläche haben wir das Rad transportiert, was jetzt auf der Award-Fläche steht. Und hier mit dem zweiten Rad haben wir einen Selbstbauanhänger, der aus diesem Truss-System besteht und aus den Teilen, die wir jetzt da sehen. Und damit haben wir den ganzen Stand hier nach Düsseldorf gefahren. Nicht schlecht. Also auch eine sehr sportliche Leistung von euch beiden. Naja, war ja mit Motor. Also ohne Motor wäre vielleicht noch sportlicher gewesen, aber es, ja, das war schon ein bisschen fordernd, klar. Für die Geografie Unkundigen, wie viele Kilometer waren das? 126 Kilometer, aber Gott sei Dank nur 300 Höhenmeter. Okay, aber nicht schlecht. Aber da könnt ihr sehen, also diese Bikes sehen zwar sportlich aus, aber sind echte Cargo-Bikes, die einiges können. So, Lea, wo sind wir jetzt hier? Bei Achiel. Was machen die denn? Schöne Räder. Und auch Cargo-Bikes, oder? Definitiv. Ja, nicht nur oder, die machen auch ein Cargo-Bike, aber hauptsächlich sind die hier bei den klassischen Rädern, die aber moderne Features haben. Ein Longtail. Hier zum Beispiel, also das ist, sowas finde ich ja mega, ne? So ein Rahmen gemufft und dann einfach mal moderne Komponenten dran. Das finde ich, sieht richtig cool aus. Super reduziert und dann hier mit einer Nabenschaltung und Gatesriemen. Das ist schon echt cool. Aber was haben die noch? Ein Longtail. Ja. Das sieht ja echt süß aus. Ja, Shimano Motor. Hier mit dem 504 Wattstunden Akku. Ganz klein. Ganz klein, ja. Also ich glaube, hier, für dich wäre das super. Größenvergleich. Ich bin 1,62 groß. Ja. Also für dich wäre das super. Für mich? Aber trotzdem Platz für zwei Kindersitze hier hinten drauf. Erinnert von der Farbgebung so ein bisschen an das Riesel-Müller Multicharger, so wie ich das mal im Test hatte. Ne? Der dunkle Rahmen mit dem gelben Gepäckträger. Aber auch hier wieder schöne Details. Der Lack ist wieder nicht einfach nur dunkelgrau oder anthrazit, sondern glänzend. Also, guck mal, eine ordentliche Klingel. Das ist echt schick. Oh, ja, das eine ordentliche Klingel. Wie klingt die denn? Traumhaft. Ja, Achiel, ein belgischer Fahrradhersteller. Das Longtail Prototype, wenn ihr jetzt einen Screenshot macht, dann könnt ihr den QR-Code hier scannen. Auf jeden Fall mal schön, ein Fahrrad zu sehen und einen Hersteller, den ich noch auf keiner Messe gesehen habe. Wir haben uns gerade ein spannendes Longtail angeguckt. Wir sind nämlich hier gerade beim Stand von Benno Bikes. Ja, kann man das irgendwo sehen? Aus der Schweiz. Hier auf der Rückseite gar nicht. Erstmal spannend, hier sind die alten Versionen der Benno Bikes mal so ein bisschen zu sehen und wo die eigentlich herkommen. Ein paar nett dekorierte Bikes. Aber sie haben auch einen neuen Rahmen jetzt heute hier gezeigt, ne? Ja, lohnt sich da mal einen Blick drauf zu werfen. Genau, das ist die fünfte Generation des Benno Boosts. Und hier sind wohl einige Änderungen eingeflossen. Ein dickerer Rahmen, dickere Rohre auf der Rückseite. Und Benno baut Longtails mit 24 Zoll Rädern, aber dafür besonders dicken Reifen, sodass die richtig komfortabel sind und wirklich ein ja, echt besonderes Design haben. Das Schöne bei Benno ist, es gibt auch nicht nur schwarz und weiß, sondern viele verschiedene Farben und ein echt schöner Rahmen hier. Und die Möglichkeit, dann noch einen zweiten Akku hier unten auf der Unterseite zu montieren,
immer mit Bosch-Motoren ausgestattet und in diesem Fall alle mit Kettenschaltung für einen besonders effizienten Antrieb. Ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das für die eigenen Bedürfnisse zu konfigurieren. Genau, das können wir ja auf dem Bike hier vorne sehen. Zum oder hier in dem kleine Übersicht. In dem Katalog. Das sind nur die Family-Möglichkeiten, die jetzt hier gezeigt sind. Schon Auswahl vorhanden, würde ich sagen. Kann man sich hier vorne mal angucken. Genau, der Rahmen ist in der vierten Generation, aber das ganze Zubehör ist ähnlich geblieben. Also mit einem großen Frontgepäckträger vorne, wo man Blumen okay reinstellen kann, oder wie das heißt. Super, das war schon gut. Und dann auch einen großen Heckgepäckträger. Und auch diese ganzen Komponenten sind alle nicht fest verbaut, sondern alle modular, sodass man das wirklich auch wieder an seine eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Platz für zwei Kindersitze oder zwei größere Kinder ohne eigene Sitze. Und natürlich dann hier auch die Motoren der neuesten Generation. Also echt schicke Bikes. Also hier bei diesen Bikes sieht man definitiv auch den Einfluss von dem Gründer des Unternehmens, der auch die Elektra-Räder zu verantworten hat. Hier allein diese Farbe ist ein absoluter Traum, den kann die Kamera gar nicht so richtig einfangen. Aber auch halt diese Räder versprühen irgendwie Lebensfreude, weil diese Räder einfach für alles Mögliche gebraucht werden, auch für das Scandinavian Sidebike. Oh, schade, jetzt ist es weg. Wir sind jetzt hier beim E-Bike Warehouse und das ist ein Händler, der einige verschiedene E-Bikes im Angebot hat. Solche Super 73-Bikes, auch Cruiser von Rough Cycles, aber auch Cargo-Bikes. Und ich habe schon immer mal einen Butchers und Bicycles filmen wollen und hier steht jetzt eins und zwar in der neuesten Generation. Das gucken wir jetzt erstmal kurz an. Denn Bubi hat einiges geändert hier bei dem Bike. Das ist insgesamt deutlich kürzer geworden und hat jetzt natürlich auch dann den neuen Motor hier integriert, den Bosch Cargo Line Motor. Und wir sehen das hier jetzt ausgestattet mit einer Enviolo-Schaltung. Ansonsten ist es aber nach wie vor das Butchers und Bicycles Prinzip. Ich gehe mal hinter das Bike. Das Butchers und Bicycles ist ein Dreirad mit zwei Rädern vorne und Neigung. Also das fährt sich ziemlich stark wie ein normales Fahrrad im Grunde, wie ein normales Cargo-Bike. Hat halt einen relativ kurzen Radstand und ist damit sehr, sehr agil. Und wir sind das mal vor 3 Jahren gefahren, Lea. Genau. Vor 3 Jahren, als wir auf der Suche nach unserem ersten Cargo-Bike waren. Und das hat im Endeffekt wegen der Größe nicht ganz gepasst, aber sie haben das Bike halt jetzt minimal angepasst, den Radstand etwas verkürzt und das Ganze, die Rahmenform und die Rohrform so ein bisschen modernisiert und jetzt auch hier ein Bosch Kiox integriert. Also ja, das ist das Butchers & Bicycles. Vielleicht kann ich ja mal eins für längeren Zeitpunkt fahren. Der Abend ist vorbei, es ist 22 Uhr, jetzt gehen wir ab ins Hotel. Wie hat es dir gefallen? Deine erste Fahrradmesse, ne? Ja, war richtig cool. Also ganz entspannte Stimmung, super nette Leute, alle haben Bock, einem was zu erklären. Und auch echt ein paar sehr spannende Räder gesehen. Ja, ich freue mich auf morgen auf jeden Fall. Ja, mal sehen, was wir morgen alles erleben werden. Das hier war jetzt die Kaltstahlhalle. Die kleinere der beiden Hallen und morgen gehen wir in die größere Halle, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, ist es schon morgen. Das heißt, an dem Tag sind wir in der Schmiedehalle, genau, sehr gut. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu dieser Messe, zu den Rädern oder zu irgendwas anderem habt, was euch auf der Seele brennt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Guck mal, der Mond. Oh, der Mond. Ist richtig knallhell, heute ist Vollmond. Deswegen sind wir auch so gut beleuchtet. Genau. Wenn euch das Video gefällt, gebt einen Daumen nach oben. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbahn das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Genau. Tschüss. Bis dann.